Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu einer weiteren Folge Ranch Simulator hier bei MicroTV zusammen mit dem Miguel. Hallihallo. So, bei uns sind wir auf Stockfinster. Miguel ist um Käse machen. Ich wollte eigentlich mal gucken, dass wir jetzt unser Fleisch endlich vorankriegen. Beziehungsweise endlich mal durch die Schränke geknüppelt kriegen da. Wir haben schon wieder 13 Kisten, die verarbeitet werden müssten. Da will ich aber nicht mehr dieser Aufnahmesession beigehen. Das kannst du dann, das machst du so zwischendrin dann mal. Ich würde das jetzt nicht die Genau. ganze Zeit in der Aufnahme machen, das wäre mal langweilig. Genau, deswegen. So, wir haben 24 volle Kisten fertig bearbeitet. Zwei Kisten sind in den letzten Zügen. Und drei Kisten sind auch roh. Ja, das ist mal eine gute Bilanz. So, Licht an. So, was sagen unsere Pferde? Hallo, lässt du mich da mal rein? Ich will da rein. Hast du die Boxen, die anderen Boxen noch Ey, mit Alter! Futter? Der will mich jetzt verarschen, oder? Junge. Heiko. Genius, Alter. Hast du die Boxen auch mit Futter ausgestattet? Mit den Futtertrögen alle? Bist du? Passiert. Ist ein Fohlen abgehauen. Das ist aber in eine Bock. In den. In die, ach, da bist du, okay. Das ist aber in die Scheune gerannt. Und da du Fohlen ja nicht führen kannst oder reiten kannst, dann kriegst du nicht zurück ins Gehege. Dann ist es aber gut, dass es in die Scheune gerannt ist. Ja, habe ich auch gerade gedacht. Und vor allem hat es da 200 Folge, von daher ist es da erstmal safe. Habe also das Gefühl, als wenn die Pferde denen scheißegal ist, wenn die schlafen sollen oder nicht, ne? So. Bei ungleichmäßige kann egal, dann werden die einfach weiter normal gefüllt. Ja. Ey. Weil ist unser Schwatter eigentlich mittlerweile trächtig? Natürlich nicht. Der Schade einfach. Schwadde, der will nicht. Aber meine Stufe ist natürlich schon wieder trächtig, ne? So. So, also ich wäre ready für einmal Nachti. Ja, dann lassen wir zum Farmhaus laufen. Dann fahre ich gleich mal zum Best Burger und schauen, was im Angebot ist. Und je nachdem, Macht das. was im Angebot ist, beladen wir dann den LKW, wa? Auf jeden Fall. Okay. So, wenn jetzt natürlich Schweinsbrust drin ist, Junge, dann habe ich gleich viel zu beladen. Ich werde mich jetzt direkt einmal ums Melken kümmern, direkt. Ja. Melken geht ja ab 8. Genau. Ich nehme allein jetzt 4 Kannen für die Kühe schon mit, ne? Ja. So, auf geht's. Will das Melken halt durchhaben. Schade, auch Honig nie im Angebot ist. Das stimmt. So ein 2-Multiplikator für Honig, so pro fast 600, wäre schon nice. Oder Ziegenfleisch ist auch nicht im Angebot. Oder, ja gut, Ei doch, Ei ist mal ab und zu mal im Angebot. So. So. Nee. Was? Ah, okay, also Multiplikator 1,6, ne? Angebot haben wir Quark, Hühnerfrikadelle und Schweinsbrust. Multiplikator ist niedrig, aber Ich hau den ganzen Kram trotzdem weg. 1,6 ist noch relativ gut eigentlich, ehrlicherweise. ja, das stimmt.
Ich hau jetzt die gesamte Schweinswurst weg. Wir brauchen wieder Truhen. So, kannst du den LKW wieder mal eben umpacken? Obwohl, nee, du bist gerade melken, ja? Ich bin gerade mit dem Melken, aber ich kann ihn dir leer machen komplett. Ist er nicht leer? Er hat nur Kannen drin, die kann ich Ach aber alle so. rausholen. Ja, weil ich muss erst 25 Truhen rein da packen. LKW ist frei. Gut. Haben wir auch mal wieder ein bisschen Kapazität. So. Angedockt. Das dauert jetzt einen Moment. Alles gut, das kann von mir aus ruhig ein bisschen dauern. Bin hier noch am Umstellen für mich. Ja. Falco, ich join noch mal neu rein. Bei mir funktioniert das Melken nicht mehr. Okay, wo hast du ja, ne? Ja, habe ich. Ja. Ja. Der Heiko und seine Fleischverarbeitung. Du wirst Albträume davon haben, das sage ich dir jetzt schon. Mann, ey. Ja. Vor allem ganz cool jetzt verladen, das dauert ja auch Ewigkeiten, ey. Ich hoffe, das Melken funktioniert jetzt, aber wenn es nicht klappt, das wäre scheiße. Ja. Ah, dann ist es halt mal so. Dann mache ich halt mal was anderes. Ja, könnt ihr vielleicht arbeiten? Ihr habt die Tore lieb, ne? Kann das sein? Haben alle Tiere. Du könntest auch die Ziegen dezimieren. Ja, ich bringe dir jetzt nach und nach Tiere. Ein paar mehr Tiere, deswegen. Ja. Du wirst also einmal wirklich querbeet jetzt was kriegen. Okay. Erstmal aussortieren. Na komm, stell dir oben drauf. Soll ich direkt niederschlachten, Tiere, Also, damit die hier gar nicht erst da drin rumlaufen? ja. Aber noch nicht heute. Nee, nee, nur schlachten. Oh, blöde Kuh, bleib doch hier. Nein, Mist. Okay, platzieren ist jetzt nicht so einfach, wie es ja manchmal aussieht, ey.
Wieso willst du jetzt die umrauf? Jetzt aber, mein Gott. Och Mann. Na? Haust mich nicht noch mal ab. Ich pack den LKW eigentlich gerade verdammt kompakt, ey. Auch wenn es eigentlich nicht nur tut. So. Dann müssen wir die noch eben fertig machen hier. Ich muss genau im Kopf zählen. Problem ist der Ra jetzt. Okay, dann geht das auch. Ja, bei mir das Problem ist, ich habe den vorhin einmal schon versehentlich ins Bein geschossen. Seitdem Also. ist er so ein bisschen Rambo-mäßig drauf Ja. gewesen. Verständlich. Ich habe gedacht, wenn man den ins Bein kloppt, dann passiert nichts, dann habe ich meine Ruhe. Aber nein, dann fängt er gerade richtig los zu rennen. Einen habe ich gesehen. Hier ist noch einer. Da kommt Nummer zwei. Bei den Schweinen hast du ja jetzt erstmal wieder genug zu tun, ne? Leider ja. Ja. Bin mal gespannt, was meine Ladung hier gleich gibt, ne? Ich muss mal in die Ecke wieder reingucken, ey. Ich hab das gerade schon gesehen. Ach, bleib doch einfach hier, blöde Kuh. Ich könnte natürlich jetzt auch einfach halber einfach das ganze Schweinefleisch einfach so mitnehmen, aber das bringt halt wenig Geld. Deswegen wird aber noch alles wunderbar verarbeitet. Tschüss. Mein Tier Nummer 2. Das waren jetzt nur zwei. Und der 24. So, voll. So, müssen wir eben noch die Schränke wieder aufhängen. 10, das sind 23, dann haben wir das da rein. Dann haben wir hier 24 drin. Hey, hier geblieben! Ziege will nicht. Da manche Tiere muss ich echt mit der Dings töten, ne? Ja, die Ziegen gehen echt beschissen. Schweine und Kühe gehen wunderbar, aber Ziegen. Aber mein Revolver ist leer. Tja. Hey, warum sind. Oh nee, Heiko, weil ich neu reingekommen bin, sind meine Waffen leer. Ja, und wir haben keine Munition mehr. Ja, dann keine Munition. Da. Anscheinend habe ich irgendwann mal den Kopf getroffen. Leg dir gerade mal ein paar Tiere um. Ja. Man hört direkt raus, Heiko freut sich so gar nicht. Ja, da. Er war jetzt gerade hier. Die letzten Fleisch, die verarbeiteten Schweinefleischtruhen hier gerade schon mal in die Schränke zu hängen. Ach Mist.
Ah, Ja, direkt verschieß gespawnt. mir hier nicht so viele Bolzen, ne? Gerade eben einmal daneben geschossen. Ja, ich versuche eigentlich immer nur einen zu machen. Ja, ich auch. So. Einer ging daneben, einer hat getroffen. Ich glaube, jetzt haben wir aber mal, also zwei Ziegen So, ich definiert. fahre dann mal mit dem LKW zum Best Burger. Macht das. Und wolltest du schon eine Preisschätzung abgeben? Also ich sag mal, mehr als 7 werden es werden. 7,5, 8 mit Sicherheit. Im Ecke fahre ich noch ein bisschen vorsichtiger, damit ich mit der Ja heil ankomme. Meinst du, kommst du uns nicht heil an? Ah. So. Okay, jetzt muss ich halt gucken, dass ich genau mit der Stelle, die auch entladen werden soll, in dem verdammten Bereich stehe. So. Okay. Mausi. Also, wie geil? Wir gehen jetzt gleich. Ja. Also mit den 7000 lagst du nicht so verkehrt. 7,5 oder was? 7,5 oder 8? Guck ran. Hast du gesehen? Alter, als ob. Es waren 57.000. Oh. So, jetzt haben wir ein bisschen Knete. Ja. Bringen Sie mir noch was von dem Beischimmelziege mit? Ja, die ganze Ecke voll. Kannst mir zwei Kisten voll, genauso wie zwei Kisten voll Blauschimmel mitbringen. Jetzt haben wir das Geld Ja, ja, deswegen. Heiko, sei mir nicht böse, aber ich muss gleich los. ja. So langsam wird's eng. Ja, wir sind auch am Ende der Folge angekommen. Dementsprechend würde ich sagen, ja, schaltet morgen wieder ein bei der nächsten Folge. Und ja, wir sagen dann tschüss und bis zum nächsten Mal, ne? Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Ciao.